Moin Leute und herzlich willkommen wieder zum neuen Video auf meinem Kanal. Und ja Leute, ich weiß, es ist lange her, aber es gibt wieder einen Money Glitch. Was braucht ihr denn für diesen Money Glitch? Ihr braucht einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Ihr braucht einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im MOC braucht ihr ein Fahrzeug, was für diesen Glitch wegschmeißen könnt. Aber Leute, dieses Fahrzeug muss im Internet gekauft sein. Also Leute, nehmt ihr am besten den LG RH8. Der kostet im Internet einfach nichts. Und ihr braucht natürlich ein Fahrzeug in irgendeiner Garage, was ihr euch duplizieren wollt. Aber das Gute an diesem Glitch, Leute, ihr braucht keine persönlichen Nummernschilder. Denn ihr übernimmt die Nummernschilder vom LG. Wie geil ist das denn? Und außerdem braucht euer Freund auch einen Bunker inklusive MOC, inklusive dritter Stellplatz und halt ein Fahrzeug da drinne. Bei ihnen ist völlig egal, welches Fahrzeug da drinne steht, weil da passiert nichts. Und außerdem müsst ihr in einer Freundessitzung sein. Aber die Freundessitzung muss vom Freund gestartet sein. Dies ist auch wiederum sehr wichtig, Leute. Aber der Rest erübrigt sich ja jetzt im Video. Aber bevor wir jetzt mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und für die Leute, die mich überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber ich würde mal sagen, fangen wir mal an. Als erstes seid ihr natürlich in einer Freundessitzung, die euer Freund gestartet hat. Seid ihr in der Sitzung, lädt euch euer Freund in seinen Bunker ein. In der Zeit, wo ihr in den Bunker reingeht, holt euer Freund das Auto aus seinem MOC hinaus. Seid ihr in seinem Bunker drinne, steigt ihr in sein Auto ein. Jetzt Leute, wird's ein bisschen knifflig, Leute. Ich habe dafür auch 3 Versuche gebraucht, denn euer Freund fährt jetzt wieder zurück zum MOC. Er fährt jetzt nicht rein, nein, er hat nur oben links die Meldung, dass er die rechte Pfeiltaste drücken könnte, um reinzukommen. Jetzt Leute, braucht ihr eine Aktivität, wo unten steht, geht hier online starten. In meinem Fall ist das, ich habe mir selbst irgendwann mal ein Fahrzeug gekauft und da war die Meldung unten, geht hier online starten. So eine Aktivität braucht ihr Leute. So, jetzt wird es halt ein bisschen knifflig. Denn ihr sagt eurem Freund, okay, geh jetzt mal bitte in seinen MOC hinein. Und in diesem Moment, wo der Bildschirm so gesehen schwarz wird, geht ihr in die Meldung, geht auf GTA Online starten. Die Meldung, die in GTA Online erscheinen wird, müsst ihr dann sofort mit Kreis abbrechen, Leute. Und wenn alles funktioniert hat, müsstet ihr im Bunker spawnen und der MOC vom Freund ist verschwunden. In meinem Fall hat es im ersten Fall nicht funktioniert. Ich zeige euch jetzt den Fall, der funktioniert hat. Wir machen das jetzt nochmal. Mein Freund fährt jetzt zum MOC, er hat jetzt oben links die Meldung, er sagt mir Bescheid, jo, ich habe die Meldung. Jetzt gehe ich jetzt schon mal auf die Meldung mit GTA Online starten und jetzt sage ich meinem Freund, okay, kannst machen. Und in diesem Moment drücke ich X, um GTA Online zu starten, so gesehen, und breche dann sofort die Meldung mit Kreis ab. Und Leute, das, was ihr jetzt seht, müsste bei euch dann funktionieren. Denn ihr steigt aus dem Auto aus und der MOC vom Freund ist unsichtbar. So, ihr könnt jetzt im Bunker rumlaufen, aber wenig später werdet ihr aus dem Bunker rausgeschmissen. Wurdet ihr aus dem Bunker rausgeschmissen, müsst ihr jetzt einfach zu euren eigenen Bunker fahren. In meinem Fall habe ich mir einfach über die MC-Fähigkeit ein Oppressor-Bike geholt und fliege jetzt zu meinem Bunker hin. Und in der Zeit, wo ihr zum Bunker fährt, verlässt euer Freund die Sitzung und geht in den Story-Modus. Das ist auch wiederum sehr wichtig, Leute. Seid ihr in eurem Bunker angekommen, bestellt jetzt über den Mechaniker das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt den LG Reto Custom. Der bringt bei solchen Glitches einfach am meisten. Ist das Fahrzeug da, steigt ihr ein und fahrt in euren Bunker hinein. Ihr werdet jetzt einen ewigen Blackscreen bekommen, der nie wieder aufhört. Was müsst ihr tun, um aus diesem scheiß Blackscreen herauszukommen? Ganz einfach, ihr geht wieder auf eure Aktivität, startet die Aktivität und brecht sie mit Kreis wieder ab. Und zack, ihr seid in eurem eigenen Bunker. Seid ihr jetzt in eurem Bunker angekommen, fahrt jetzt zum MOC und drückt die rechte Pfeiltaste, um in den MOC reinzufahren. Ihr werdet die Meldung erhalten, dass der MOC voll ist. Ist ja klar, da ist ein normaler LG drinne. Diese Meldung bestätigt ihr mit X. Ihr werdet jetzt wieder, wie in meinem Fall, einen ewigen Blackscreen bekommen, der nicht mehr aufhört. Wenn ihr im ewigen Blackscreen gefangen seid, joint euch euer Freund wieder in die Sitzung rein. Sei es über eine Party oder über die Option Freunde. Es kann jetzt passieren, dass der Blackscreen dann verschwindet. Dann müsst ihr einfach die Optionstaste drücken und einen Job starten von Rockstar, am besten einen Job für einen Titan. In meinem Fall ist der Blackscreen aber nicht verschwunden. Da machen wir dann einfach wieder das gleiche wieder mit der Aktivität.
Wir starten die Aktivität und brechen sie wieder mit Kreis ab. Dadurch ist der Blacktwin bei mir verschwunden. Und nebenbei, Leute, euer Freund, der jetzt in der Sitzung ist, soll einfach nichts machen. Er kann es einfach nur noch chillen. Er soll einfach wirklich nichts machen. So, seid ihr jetzt in der Optionsmenü, geht ihr auf Online, Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt Missionen und startet den Job für ein Titan. Seid ihr im Jobmenü drinne, geht einfach wieder raus. Seid ihr aus dem Job gespawnt, spawnt ihr im Bunker. Was müsst ihr tun? Ihr geht jetzt einfach zu Fuß hinaus. Seid ihr draußen angekommen, bestellt ihr über das Interaktionsmenü euren MOC zu euch. Ist der MOC angekommen, geht ihr erstmal einmal zu Fuß hinein. Denn wir gucken jetzt, ob auch wirklich alles funktioniert hat. Wenn irgendwas nicht funktioniert und ihr mit dem Auto reinfährt, das wäre nicht so gut. Deswegen geht erstmal einfach zu Fuß hinein. Seid ihr im MOC drin und das MOC ist leer, dann ist schon mal alles gut. Aber ihr müsst jetzt einfach wieder rausgehen. Und wenn jetzt alles funktioniert hat, müsstet ihr im Bunker spawnen. Obwohl der MOC draußen steht. Wenn dies der Fall ist, geht ihr einfach wieder raus aus dem Bunker. Seid ihr dann draußen gespawnt, rennt ihr zum Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Nebenbei, Leute, das Nummernschild hat sich schon längst geändert vom Fahrzeug. Könnt ihr einfach in den MOC hineinfahren. Und der Glitch ist damit so gesehen zu Ende, Leute. Euer Fahrzeug ist dupliziert. Wie geil ist das denn? Und ihr könnt immer ein Nummernschild erkennen, ob es auch wirklich funktioniert hat. Denn mein Fahrzeug hatte ja in meinem Fall ein persönliches Nummernschild. Ihr braucht es zwar nicht für den Glitch, aber es hat jetzt bei mir einfach zufällig ein persönliches Nummernschild gehabt. Aber das Fahrzeug, was ihr euch dupliziert habt, übernimmt das Nummernschild vom LG. Deswegen braucht ihr keine persönlichen Nummernschilder. Wie geil ist das denn? Und das Fahrzeug könnt ihr dann jetzt mit Bypass verkaufen. Das bedeutet, ihr müsst keine 45 Minuten warten pro Autoverkauf. Und wenn euch dieses Video weitergeholfen hat oder sogar den Glitch richtig geil findet, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses fetten Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.